Der KfW Award gründen vor 2 Jahren. Uwe Danione ist mit seinem Startup CreaPaper der strahlende Bundessieger. Seine Idee, Papier aus Gras statt aus Holz zu produzieren, hatten die Jury und das Publikum begeistert. Der Sieger gab sich hoffnungsvoll. Die Motivation, die man da auch aus solchen Preisen gewinnt, die ist natürlich unglaublich, weil man merkt, dass das bei Menschen ankommt, dass Menschen das wirklich auch wertschätzen, was man macht. 2 Jahre später in Düren bei Köln. Hier hat CreaPaper neu gebaut, und zwar eine Produktionsanlage, die Papierherstellung weltweit revolutionieren soll. Denn mit dieser Anlage ist es nun erstmals weltweit im industriellen Stil möglich, Gras für die Papierproduktion nutzbar zu machen. Gras als Papiergrundstoff hat viele Vorteile. Es ist leicht zu verarbeiten, es wächst in kürzester Zeit nach und quasi überall, also auch vor der Haustür der Papierhersteller. Auch die Vorteile im Vergleich zum Holz als klassischem Grundstoff für die Papierherstellung sind beim Gras enorm. Beim Holz brauche ich halt extrem viel Wasser und Energie, um aus diesem harten Material den weichen Zellstoff mit rauszulösen. Und das ist halt beim Gras zum Glück etwas anders. Das Material ist schon von der Grundstruktur her so leicht und so gut aufbereitet, dass wir eine reine mechanische Aufbereitung nur dafür brauchen. Und dementsprechend dann CO2-Emissionen einsparen, und zwar 75%. So muss das Gras also nicht wie das stabile Holz chemisch behandelt werden, um an seine Zellstoffe zu gelangen. Stattdessen wird das Heu gereinigt, geschnitten und gemahlen, bevor es am Ende noch pelletiert wird, was den Transport und die Verarbeitung bei den Papierherstellern wesentlich vereinfacht. Vor 8 Jahren machte ein TV-Bericht über die gewaltigen Rodungen für die Papierproduktion allein im Regenwald Indonesiens großen Eindruck auf Gründer Uwe Danione. Da war sie plötzlich die Herausforderung, hier nach neuen Lösungen zu suchen und daraus eine Geschäftsidee zu entwickeln. Es wurde halt erwähnt in diesem Beitrag, dass man Flächen so groß wie die Schweiz jedes Jahr an Bäumen braucht und sie dementsprechend da fällt. Und zwar aus den Urwäldern in Indonesien. Und das ist halt unwiederbringlich, sind die Urwälder dann ausgelöscht. Und das war für mich die Initialzündung gewesen, um zu sagen, eigentlich brauchen wir Alternativen. Alternativen, die er auf diesem Hof in Rheinbach zusammen mit Wissenschaftlern der benachbarten Universität Bonn fand. Warum nicht Gras für die Papierproduktion nutzen und so die Rodungen des Regenwaldes eines Tages überflüssig machen? Doch das neue Verfahren erforderte schnell Investitionssummen, die alleine nicht zu stemmen waren. Einen Ausweg fand der CreaPaper-Chef in einer Crowdfunding-Kampagne bei der Bochumer GLS-Bank, die sich auf die Finanzierung nachhaltiger Geschäftsideen spezialisiert hat. Die Kampagne war ein voller Erfolg und die Finanzierungsrunde schon nach wenigen Stunden abgeschlossen. Wie die Investoren überzeugte Uwe Danione auch die großen Supermarktketten von den Vorteilen des Graspapiers. Vom Eierkarton bis zum Toilettenpapier reicht mittlerweile die Bandbreite. Doch damit gibt sich CreaPaper nicht zufrieden. So stehen nun auch Strohhalme und Kaffeebecher aus Graspapier ebenfalls schon kurz vor der Marktreife. Wir sind gerade dran, den Kaffeebecher ein wenig zu revolutionieren. Derzeit wird ein Coffee-to-go-Becher immer mit einer Folie von innen mit ausgekleidet, damit die Flüssigkeit gehalten bleibt. Und wir sind gerade dabei, ein Papier zu entwickeln, wo wir das Papier so hydrophob gestalten, das heißt feuchtigkeitsabweisend gestalten, dass der Kaffeebecher auch eine Stunde lang Feuchtigkeiten hält, ohne dass irgendein Kunststoff damit verarbeitet wird. Auch bei der Zusammensetzung des Rohstoffs arbeitet das Forschungsteam von CreaPaper auf Hochtouren. Denn noch sind die Grasverpackungen nicht Gras pur, sondern Mischprodukte, deren Grasanteil jedoch immer weiter gesteigert werden soll. Es scheint, als habe Uwe Danione die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt gehabt. Denn der Papierverbrauch steigt weltweit und zugleich sucht die Branche nach neuen, ökologischeren Verpackungsideen. Die hat sich CreaPaper mit dem Graspapier längst patentieren lassen und kann sich schon bald einen weltweiten Einsatz vorstellen. Ich gehe davon aus, dass Graspapier in 5 Jahren auch auf anderen Kontinenten verfügbar ist. Ich gehe davon aus, dass wir einen gewissen, schon nennenswerten Marktanteil haben. Und das Ziel ist eigentlich in 5 Jahren auch einen Börsengang. Beim Graspapier war es nicht die berühmte Garage, in der ein erfolgreiches Startup seinen Anfang nahm, sondern ein Hof. Doch auch das scheint ein Ort zu sein, der sich als Beginn einer weltweiten Erfolgsgeschichte eignet.